Christina Stürmer und Conchita Wurst. Die zwei international erfolgreichsten Popsängerinnen Österreichs. Und was die beiden verbindet? Ihre eindrucksvollen Karrieren haben auf dieser Bühne begonnen, auf der von Starmania. Es ist die kultigste und auch ein bisschen verrückteste Castingshow Österreichs, bei der Gesangstalente aus ganz Österreich seit 20 Jahren ein Millionenpublikum begeistern. Und los ging alles mit dieser Tanzeinlage von Arabella Kiesbauer. Guten Abend und herzlich willkommen bei Starmania. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch. Philipp Hanser, das Radiogesicht von der letzten Staffel. Herzlich willkommen. Wir schauen heute zurück auf 20 Jahre Starmania und damit auf 20 Jahre großer österreichischer Fernsehmomente voller Emotionen und Glamour. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Das waren meine 5 Seconds of Fame und ab jetzt geht es um die Talente, für die Starmania das Sprungbrett zu einer erfolgreichen Musikkarriere war. Und das waren weit mehr als nur die Siegerinnen und Sieger der bisherigen 5 Staffeln. Wir fangen an, na klar, mit diesem Lehrling aus einer Buchhandlung in Oberösterreich. Mhm. Kann ich schon? Wie heißt du? Stürmer Christina. Christina, wie alt bist du? 20. Weil du stolz bist. Weißt du, Herz hast wie ein Bergwerk, weißt du, Wahnsinn bist für mich, steh auf dich. Sie hat von Anfang an stimmlich und auch körperlich wirklich alles gegeben. Und sie hat sich von Castingrunde zu Castingrunde gekämpft. Das war übrigens die erste Starmania Casting-Jury. Choreografin Anna Demel, Falco-Manager Markus Spiegel, Ö3-Moderatorin Marion Bender und der Mann, der die Wet-Hair-Gel-Tube auf seinem Schädel ausgeschüttet hat, Gesangscoach Alexander Diebold. Du bist mir viel zu cool, ganz einfach. Weißt du was? Du stehst da, lebst von deiner Stimmtiefe und von der Stimmrauheit ein bisschen. Ich möchte so gern landen, möchte in deiner Nähe bleiben. Ich habe eine Frage. Bitte. Was ist denn dein Problem, dass du nicht aus dir rausgehst, ja, okay, wirklich? Ich weiß es nicht. Geh doch raus aus dir ein bisschen. Gegenfrage, was war sein Problem? An Bord und fahren mit. Yes! Ich tag den Fischen hinterher. Jawohl! Mach alle Türen zu und los. In seiner wöchentlichen Rede zur Star-Nation fragte sich Markus Spiegel bald: Kann das der neue Popstar sein? Naja, in den Live-Shows begeisterte Christina das Publikum von Anfang an und den Juror, damals ganz alleine, Musikmanager Bogdan Roscic. So cool war Hot Stuff seit 30 Jahren nicht. Ist übrigens mittlerweile Staatsoperndirektor. Christina wurde am Ende Zweite, genau wie in der dritten Staffel er. Ich bin der Tom, komme aus der Steiermark, bin 17 Jahre alt und gehe in die Modeschule in Graz. Das gefällt mir, siehst du? Amazing Grace. Ich könnte das machen, ich weiß, dass ich das kann. Und darum will ich das sehr. Sehr gut. Noch eins? Ja, bitte darum. Weil welches? Nein, das war jetzt einmal... Ein schnelles? Im Eiltempo hat er es geschafft. Ich muss zugeben, ich stehe gerne im Mittelpunkt. Ich bin einfach der Pausenclown oder der Kasperl oder ich bin einfach der, ich weiß nicht, den, ich hab gern Aufmerksamkeit, weil sonst wird mir ganz schnell langweilig und das ertrage ich nicht. Ja, langweilig wurde es mit Tom tatsächlich nie. California, here we come, right back where we started from, California.
in dir steckt, glaube ich, noch einiges. Ja, recht hat er. Plattenboss Hannes Eder hat damals schon gespürt, dass Tom 7 Jahre später für Österreich den Song Contest Charts gewinnen wird. Aber sowohl für Tom alias Conchita Wurst als auch für Christina verlief der Weg zum internationalen Erfolg über mehrere Runden auf der Starmania-Bühne. Bob, dann, du bist ja kein fremder Mann für uns, kein Unbekannter, aber ein schöner Mann. Danke. Also für mich perfekte Performance. Du hast den Eindruck, dich mögen die Leute gar nicht so sehr, wie sie andere mögen. Den Eindruck hätte ich jetzt gar nicht gehabt bei jetzt im Publikum, was die Reaktion betrifft. Es ist so fad, aber man muss Woche für Woche leider sagen, großartig, er ist völlig souverän, gratuliere. Starmania hat für mich eigentlich relativ gut begonnen. Schöner Schmachtfetzen, aber nicht alle waren immer ganz so ergriffen. Und dann ist das erste negative Kommentar gekommen. Bei der Performance haben wir jetzt sogar die künstlichen oder falschen Gebisse der 4 Golden Girls im Wasserglas gegähnt. Die Gesamtperformance hätte meines Erachtens gereicht für das Weihnachtskränzchen in der geriatrischen Abteilung. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, gut, jetzt hat sie mich einmal getroffen. Christina hatte übrigens mehr Glück und ist von sämtlichen Golden Girls Gebissen verschont geblieben. Ich meine, wenn man so einen Song covert, tritt man ja in manchen große Fußstapfen. Und wie sie das bringt, wie souverän sie das bringt, mit dieser Stimme, mit dieser völlig unverwechselbaren von ihr, das zeigt, wie das Niveau jetzt in der Schlussrunde ist. Also das wird ein Wahnsinn. Christina! Ich hab mir auf alle Fälle nicht gedacht, dass es so gut ankommt, aber ich nehme es halt einfach so, was ist jetzt. Ne? Christina und Tom haben sogar die Türen zu ihren, ich sage mal, Kinderzimmern geöffnet. Hallo, wir sind hier in Altenberg, das ist der Balkon von Linz und ich zeige euch jetzt, wie ich wohne. So, das ist jetzt mein Zimmer und da arbeiten meine ganzen Videos. Beziehungsweise das Schild haben meine Arbeitskollegen mal gemacht vor 2 Monaten. Und da habe ich meine Shelly-Sammlung dabei versteckt. Meine ganzen kleinen Püppchen. So, da herum habe ich meine ganzen CDs. Beziehungsweise meine Pumuckl-Kassetten. So, mein Zimmer ist leider ein bisschen klein, aber ich kriege jetzt ja bald ein neues, das alte von meinem Bruder. So, jetzt gehen wir's an. Mein Zimmer. Klein, aber schön, finde ich. Das hat sich im Laufe der Jahre ständig geändert, weil ich immer alles umstellen muss und neu dekorieren und so. Zum Glück habe ich das, dass ich mich schnell irgendwo einlebe. Weil sonst, glaube ich, wäre es ja ein bisschen schwierig, von einem Ort zum anderen zu switchen. Aber nein, ich muss schon sagen, dass ich mich da immer noch sehr zu Hause fühle. Und das ist meine kleine Werkstatt. Da nähe ich halt meine ganzen Dinge. Ursprünglich war das bei uns im Wohnzimmer. Und dann haben sie mir den Dachboden verbannt. Was mir eigentlich sehr recht ist, weil da kann ich wirklich alles fallen lassen, was ich nicht brauche. Ich kann die Wände voll kleben. Also das ist echt so eine richtige Freiheit da. Also ihr Lieben, jetzt habt ihr eh alles gesehen. Und ich muss jetzt wieder nach Wien, um zu proben. Und wir sehen uns gleich. Beide haben übrigens Jahre später verkleidet in anderen TV-Shows gesungen. Christina Stürmer bei The Masked Singer. Hallo meine Lieben, mein Name ist Conchita Wurst. Und Tom bei der großen Chance. Mit seiner Erfindung der Kunstfigur Conchita Wurst sind ihm Flügel gewachsen, die ihn bis zum Sieg beim Song Contest 2014 in Kopenhagen getragen haben. Und dann ist er in die höchsten Sphären der Weltkarriere aufgestiegen. Respekt.
von den Blonden. Obwohl, anfangs waren nicht alle davon überzeugt. Ich glaube, man macht sich lächerlich mit einer Frau mit Bart, wenn man die als Repräsentanten für ein Land in ein anderes Land schickt. Danke, Sido. Wofür? Ja, dass er an mich denkt. Ich mag dich auch. Bussi, Bussi. Ich fasse zusammen, Christina und Tom, beide sind international erfolgreiche KünstlerInnen geworden. Und das, obwohl oder weil sie Starmania knapp nicht gewonnen haben. Aber wer hat eigentlich gewonnen? Wer kann alle 5 Starmania-Staffelsieger fehlerfrei nennen? Ich nicht, also wen haben wir da? Das waren die 12 FinalistInnen der ersten Staffel. Und das die Top 4. Chugi, Nidl, zu der gibt's gleich mehr. Christel Stürmer und Boris. Fragwürdige Outfits auf und vor der Bühne, aber zumindest Live-Publikum. So ein schönes Gefühl. Live-Publikum from Austria. Und da ist er jetzt, der Sieger der ersten Starmania-Staffel, Michael Tschugnal. Dabei wäre er fast nicht unter die letzten 12 gekommen, wenn nicht Martin Perkmann die Starmania-Nation damit überrascht hätte. Ich habe mich entschlossen, aus dem Bewerb auszutreten, weil ich glaube, dass ich nicht der Typ für eine solche Produktion bin. Ich wünsche mir eben, dass wirklich jemand nachkommt, der die Begeisterung hat und die Motivation hat, bis ins endgültige Finale zu kommen. Und die hatte er. Michi Tschugnal ist nachgerückt. Ja, weil wir das alles schon ein bisschen verdrängt haben, hole ich es erst recht wieder raus. Arabella ist für eine Duettpartnerin eingesprungen, sehr schön. Selbstlos, mutig, Kies Bauer sucht Tschugnal. Und im Finale gegen Christina hat Michi alles auf eine Karte gesetzt, auf seine Eigenkomposition Tears of Happiness. Das war immer mein größter Traum, ein Lied von mir vor so vielen Leuten zu spielen. Und das ist jetzt in Erfüllung gegangen. Was jetzt passiert, ist mir scheißegal. Also. Ihm ja, dem Publikum nicht. Kurz und schmerzlos. Michael! Mein Gott. Umarmungen im Fernsehen, so nett. Für mich ist das jetzt nicht tragisch, oder was? Ist ja trotzdem was aus ihr geworden. Und Michi Tschugnal hat dann die Frau geheiratet, für die er den Siegersong geschrieben hat und ist nicht nur Familienvater, sondern auch promovierter Informatiker geworden. Dritter, damals übrigens Boris, bei dessen Duett mit Christina die Nebelmaschine ein bisschen außer Kontrolle geraten ist, gleich sehen wir's. Da hat es dann wilde Gerüchte gegeben, was die beiden unter der Nebeldecke gemacht haben. Die Wahrheit ist, sie haben einfach nur weitergesungen, was man auch hören würde, wenn man aufpasst. In Erinnerung geblieben ist vielen auch die Viertplatzierte dieser Staffel, Nidl. Und auch sie hat was mit Christina gemeinsam. Was ist jetzt mit dem Tattoo auf meiner Haut, dem Tattoo? Jeden Tag, wenn ich mich ins Spiel schaue und das Tattoo sehe, will ich mir denken, ah, das war damals mit der Christel und so. Das ist total cool. Vom Tattoo-Studio, also direkt auf die Showbühne. Ein Andenken ist bei Nidl geworden. Christina hat sich für was anderes entschieden. Das sind 3 Zeichen: Spaß, Liebe und Glück. So dann Sinn, weil vorher kommt der Spaß, dann kommt die Liebe und dann ist man glücklich. Ja, Liebe und Glück haben übrigens nicht lange auf sich warten lassen. Er kam, sang und eroberte Christinas Herz. Is trying to find a love supreme, hey, a love supreme. Lukas Perrmann, damals noch Perrmann-Schlager, hat auf der größten Popbühne des Landes schon gezeigt, dieses ausdrucksstarke Gesicht gehört eigentlich ins Radio. Nein, auf eine Musicalbühne. So ein Schnuckelputz. Nur auf der Bühne nicht immer ganz textsicher.
Aber immerhin zu Ende gesungen, durchzogen, passt schon. Das mit dem Text, das ist abgehakt. Wenn sie sehen, vorbei. Vorbei war es dann auch mit Christina. Ja, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, wir haben überhaupt nicht zusammengepasst. Ein viel besseres Match. Marschan Schaki und Lukas Perrmann sind nicht nur privat ein Paar, sondern zählen zu Österreichs absoluten Musical-Stars. Christina matcht perfekt mit ihrem Bandgitarristen Oliver und die beiden sind mittlerweile glückliche Eltern von zwei Töchtern. Hallo, so, grüß Gott. Abend. Stell dich an die schwarze, an das Kreuz hier bitte, da unter dir ein schwarzes Kreuz. Hier. Kann genau. Sich irgendjemand noch an ihn aus Staffel 1 erinnern? Wie ist dein Name? Dein wie Name? Ist dein Name? Wie heißt du? Andreas Schneider. Und er war ein Herzensbrecher von Anfang an. Also ja, wir sind in der zweiten Runde. Ja? Ich bin überglücklich, wirklich. Das ist ein Wahnsinnsgefühl und man muss einfach hier gewesen sein. Andreas hat es auch auf die große Bühne geschafft und mit einem SDS-Klassiker zum Mädchenschwarm. Das muss ihm mal einer nachmachen. Gut gewählt und gut gebracht. Einer der jüngsten der ersten Staffel war die 16-jährige Vera Bönisch. Did you see it coming, baby? Did you dare? Ja, das reicht mir schon. Das ist gut. Wegen ihrer beeindruckenden Stimme und Bühnenpräsenz war sie bald die Top-Favoritin in den Medien. Beim votenden Publikum jedoch nicht so sehr. Auch das gehört zu Starmania. Boris und Vera hatten die wenigsten Stimmen und die restlichen Starmaniacs mussten eine Entscheidung treffen. Wir holen Boris zurück. Tag, bist gut. Grüß. Ich vorstelle dein letzte Kandidat von den 48. Das war der musikalische Leiter von Starmania, Thomas Rabitsch, der uns den Manuel vorgestellt hat. Mein Name ist schon dadurch entstanden, durch die Musik. Meine Mutter hat das Lied Manuel Goodbye so gut gefallen und dadurch heißt jetzt Manuel. Ich hab dich lieb, so lieb, ich nehm's halt mit Humor. Was an Stimme gefehlt hat, hat er mit Charme und Sympathie weggemacht. Aber trotzdem hat es für den Juror der Quali-Show, Bandleader-Legende Wolfgang Lindner, nicht gereicht. Ich glaube, es ist noch nicht so weit. Aber es wird noch, ich bin ja erst 17. Sehr schlagfertig. Mittlerweile ist er soweit, denn Manuel ist heute ein gefragter Schauspieler hier in Sokodona. Dann bring mal durch! Hey! Geh mal, Burschen, los! Der Mann muss dringend in den OP! Wo waren Sie in den beiden Nächten? Zu Hause im Bett. Allein. Leider. Ah ja, und dann war noch er, der Mann mit der Haube, Thomas Rastermann Putz. In der ersten Starmania-Staffel ist er noch recht früh ausgeschieden. Es geht ja hier auch um Ehrgeiz. Und der Thomas, der wirkt auf mich so, als wäre ihm das komplett Bobidl. Und vielleicht kommt man ja so weiter, als Verbissenere. Nein, kommt man nicht. Dem Publikum war es auch Bobidl. Und Putzi hat sich schon in der Runde 3 verputzen müssen. Ich glaube, es war die Hauben. 10 Jahre später hat er es aber mit einer neuen Kopfbedeckung noch einmal probiert. Und als Thomas David 2013 seine große Chance genutzt. Der Sieger der großen Chance 2013 ist Thomas
Und Thomas hatte nicht nur den Sieg in der Tasche, sondern auch noch eine Message auf dem Herzen. Das Leben ist kurz und nur ihr könnt es schaffen, wenn ihr das selber wollt. You will be able! Und noch jemand hatte in der ersten Starmania-Staffel eine auffällige Kopfbedeckung, die Erika. Sind dann alle wieder froh im schönen Mexiko. Dankeschön. Das ist alles. Da haben Sie noch was? Naja, sind ja drei Strophen. Klassischer Fall von leider nein, aber Erika hat es als Special Guest doch noch auf die ganz große Bühne geschafft. Erika, es ist mir eine Ehre, dich heute endlich mal in der Sendung gehabt zu haben. Dankeschön. Und schon sind wir im Jahr 2003. Neue Staffel, neues Glück, neue Frisuren. Beim Casting war übrigens auch alles dabei. Bitte ja, bis leider nein. Und als Juroren diesmal dabei, Choreograf Alamande Belfort, da ist er, Künstlermanagerin Marika Lichter, Musikboss Christoph Rücker, Dreimoderatorin Dani Zeller und Musikexperte Thomas Frank. Ich liebe es zu singen. Ich singe halt für mein Leben gern. Singen ist mein Leben. Und ich singe gerne für mein Leben. Ich singe für mein Leben gern und hoffe, die große Kohle zu machen. Marika Lichter ist den Talenten auch im Casting zur Seite gestanden und hat ihnen gezeigt, wo es stimmlich hingehen könnte. Ja, der Konjunktiv ist hier wichtig, wo es hingehen könnte. Hannes Eder war damals der strenge Kommentator und Juror, ein kompetenter Musiker und Plattenboss, dessen Mundwinkel auch nie über die Horizontale hinausgingen, kein Lächeln, außer wenn er sich selbst musizieren sieht. Eine Riesenfreude hatte sie von Anfang an, Verena Pötzl. Verena, du hast eine absolut unverwechselbare Stimme und man erkennt sofort, wer singt. Und diese Stimme hat sie bis ins Finale gebracht. Dort hat sie dann mit dem Schwiegersohn der Nation, Armin Beyer, um den Sieg gekämpft. Der Star des Jahres ist... Verena! Und wieder ging der Sieg nach Tirol. Aber Armin war mit dem zweiten Platz mehr als zufrieden. Was soll's, es ist die Christel war auch Zweite. Verena musiziert übrigens noch immer, aber eher entspannter und ruhiger. You're watching Starmania. Mehr sonst noch so aufgefallen in der zweiten Staffel? Auswahl gab es ja genug. Ja, ich bin der Lukas Fendrich, ich bin 18 Jahre alt. Ich mache ungefähr schon seit 6 bis 7 Jahren viel Musik, verbringe sehr viel Zeit mit der Musik und mache bei Starmania mit, weil ich eigentlich wissen wollte, wie weit ich mit meiner Stimme oder mit dem, was ich habe, komme. Der Druck mit diesem Namen... Und damit ist nicht Lukas gemeint, der war groß, dem Jura hat's gefallen. Die Wide Range, wie das so schön ist, die große Bandbreite, die man dazu braucht, stimmlich, die bringst du. Starker Ausdruck auch, es war eine starke Performance. Vielen Dank. Das votende Publikum zu Hause war nicht so begeistert wie das Publikum im Saal. Da gibt es Daumen hoch von seinem Bruder und das komplett ohne Facebook. Verrückt. Die beiden Brüder machen heute übrigens gemeinsam erfolgreich Musik und haben das Bandprojekt AWS gestartet.
Also ich bin die Stefanie, Meier Stauffer, bin 17 Jahre jung, blond. Bin Schülerin und komme aus Wien. Don't you know who I am? Remember my name. Ja, an ihren echten Namen erinnert sich eher niemand. Aber als Missy May ist sie heute erfolgreich unterwegs. Und noch jemand hat seine Starmania-Teilnahme genüsst. Starmania ist das, was heutzutage in ist, solche Castings. Und das ist auch eine der wenigen Möglichkeiten, die es noch gibt. Und deswegen bin ich da. I'm living my life in your hands. Max Kleinske, 22, Bademeister von Beruf in Burgersdorfer Freibad. A healthy time you admit defeat and try yourself blind. Um Geld zu verdienen, dass ich die Musik weiter ausüben kann in meinem Studio, was ich mir gerade einrichte daheim. Bademeister Markus kennt man heute als einen der beiden Sänger von Edmund. After all of the stealing and cheating, einen haben wir noch aus Staffel 2. Mein Name ist Luise Gruber, ich komme aus Oberösterreich, ich bin 21 Jahre alt. Ich bewege mich gern, ich benutze gern meinen ganzen Körper, nicht nur meinen Mund. Das hat sie auf der Starmania-Bühne auch eindeutig bewiesen. Und danach hat sie unter dem Künstlernamen St. Lou Karriere gemacht. Und damit sind wir schon bei der Eröffnung der dritten Staffel im Jahr 2006. Da war der Baby-Elefant noch nicht einmal in der Planung. Ordentlich was los auf der Starmania-Bühne. Und es haben sich auch wieder sehr viele Talente aus ganz Österreich beworben. Das war die Casting-Jury damals. Musikmanager Markus Spiegel, Gesangscoach Monika Ballwein und DJ Eberhard Vocher. Und das sind die 18, die den Sprung auf die Starmania-Bühne geschafft haben. Und für diese Frau war die Show eher ein Spaziergang. Nothing but your fool. Oh, yeah. Ich bin die Nadine aus Tirol. Ich bin 16. Some people want it all. Schon wieder Tirol. But I don't want nothing at all. So ihr A Cappella-Auftritt ist und bleibt einer der größten Starmania-Momente aller Zeiten. Deswegen halte ich es jetzt zusammen. Way up high, birds fly. But the rainbow, why, oh, why can't I? Und natürlich war sie im Finale die Favoritin auf den Sieg. In einem Satz, das war die Stimme des Abends. Und das, obwohl ihr Konkurrent Tom Neuwirth hieß. Kurz bevor die Nadine und ich da auf die Bühne gegangen sind, hat sie zu mir gesagt, der Sieger steht auf der rechten Seite. Und sie hat gesagt, geh du auf die rechte Seite. Und ich habe gesagt, jetzt hör auf, du weißt genau, dass ich abergläubisch bin. Nadine! Also egal ob links oder rechts, gegen diese große Stimme kam damals zumindest niemand an. Bussi von der Mama. 2011 hat Nadine uns dann beim Eurovision Song Contest in Düsseldorf vertreten.
Der erhoffte Erfolg ist ausgeblieben. Es war wieder der Starmania Zweitplatzierte, der dann allen gezeigt hat, wie es richtig geht. So, danke, das haben wir jetzt oft genug gesehen. Wer bist denn du? Ich bin der Mario. Ja. Hallo. Und, ja. Tini Schwarm aus Staffel 3. Rotzpippen, Mario Lang. Da singst du die Monika an, bitte. Look into my heart. You will see. Mario war musikalisch eher im härteren Rock zu Hause und hat das Publikum umgeblasen mit einer Ballade von Steffi Berger. Aber genau so wurde man damals zum Teenie-Schwarm. Legendär auch sein Auftritt beim Rocky Horror Gruppensong im Goldhöschen. Ich meine, es war natürlich schon eine irrsinnige Überwindung. Und vor allem das tolle Guldhauser da war super, weil man fühlt sich ja doch irgendwie nackt. Du wirst dich erkälten, du solltest dir dringend was anziehen. Nein, war mit Sicherheit einer der geilsten Auftritte. Heute singt Mario in der Mundart-Rockgruppe Horst. Ich wünscht mein Papa, hättest du ich Brusthaar gehabt wie du. Du warst Idol meines Lebens. Hast für Frieden gekämpft, ob mit Kids oder in Malibu. In der Rocky-Horror-Inszenierung hat neben Mario übrigens auch Tom geglänzt als Frankenfurter. Und wer erkennt Brad? Ich bin der Martin. Und zwar der Bub vom Bahnhof aus Kärnten, aus Verdeck. Und was in der Portaten sagen, das Kicken, das vom Bahnhof auf die Bühne flatterte. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Süß. Also dir zuzuschauen, das macht einen Riesenfreude, da geht dann das Herz auf. Boah, es ist so geil da drin. Der Martin. Die Herzen sind ihm auf die große Bühne nachgeflattert. Martin. Das Lied und du, ihr seid füreinander gemacht. Und nach dem Duett mit Tom gab es für die Fans überhaupt kein Halten mehr. Also warum es nicht gleich als Boyband probieren, dachten sich Martin und Tom. Sie haben die Starmaniacs Falco und Johnny dazu genommen und unter dem Bandnamen Jetzt Anders ihr eigenes Projekt gestartet. Aus Jetzt Anders wurde recht schnell Jetzt Aus, weil sehr lang hat die Band dann doch nicht gehalten. Aber Martin und Tom sind Freunde geblieben und haben auch wieder gemeinsam gesungen mit dem Song Malibu. A summer night in Malibu feels like falling out of time. I feel love, only love for you under the cotton candy sky. So, wer ist der Kollege? Ich bin der Rick. Ich bin 28 unglaubliche Jahre alt. Rick. Inzwischen Eric Papillaya hat einen Platz in der ewigen Starmania Hall of Fame, die erst erfunden werden muss, aber nicht wegen seines Moonwalks, den wir gerade gesehen haben, sondern wegen dieser Interpretation. Ja, vielleicht hätte er das auch ein paar Wochen später beim Eurovision Song Contest in Helsinki performen sollen. Dann hätte er es dort ins Finale geschafft. Wo ist jetzt eigentlich das Groupie? Da ist es. Melanie Binder sieht ihrer Zwillingsschwester Miriam zum Verwechseln ähnlich. Die beiden sind jetzt verlobt. Und mit seiner Formation The Rats Are Back ist Eric nach wie vor in Österreich unterwegs. Auch die Starmaniacs are back.
2008 mit der vierten Staffel. Wir sind wieder da! Und das ist ein gutes Gefühl. Um es in die Live-Shows zu schaffen, mussten die Talente diesmal zuerst an dieser Casting-Jury vorbei. Lucy von den No Angels, Markus Spiegel und Roman Gregory von Altbottle. Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Ausstellungspausen, bitte sehr. Die Hits, die jeder mitsingen kann, das war bei Starmania immer schon wichtig. Gewonnen hat die vierte Staffel dann wer? Ich bin der Olli, ich bin 17 Jahre alt. Ich mache sehr gern Musik. You will never, never, never know me. Und jetzt kommt die Starmania-Überraschung schlechthin. Oliver Wimmer war nicht aus Tirol, sondern aus dem Burgenland. Und auch immer wichtig bei Starmania, wer ist Zweiter geworden? Mein Name ist Silvia und ich bin 18 Jahre jung. Mit ihrer großen Stimme hat sie es unter die besten zwei ins große Finale geschafft. Knapp aber doch hat Oliver dann mit seinem eigenen Song, das funktioniert bei Starmania offensichtlich immer, die Mehrheit des Publikums für sich gewinnen können. Es ist mehr, als ich mir erträumt habe, in Erfüllung gegangen. Ich bin hingegangen zum Casting, gesagt, ja, will einmal da ein bisschen mitsingen und habe dann gesagt, ich würde schon gerne unter den besten 8 kommen und jetzt gewinne ich das. Und das ist unglaublich. Danke, danke für alle Unterstützung, die ich bekommen habe. Danke, wirklich. Vom Sieg war Oliver Wimmer genauso überrascht wie vom späteren Erfolg mit seiner Band Audiodam. Wir waren ein bisschen irgendwie perplex und haben das gar nicht so richtig fassen können, weil das einfach total absurd ist für irgendwie einen Musiker aus Deutschland oder Österreich, da jetzt irgendwie jetzt auf einmal angerufen zu werden und gesagt zu bekommen, ja, ihr könnt, kommt doch rüber in die USA, wir können eure Musik dort super vermarkten. Nach dem Ausflug in die USA arbeitet Oliver heute als Gesangslehrer in Berlin. Warum der Sieg erstmals nicht nach Tirol gegangen ist, war vielen ein Rätsel, vor allem, wenn man sich an diese Frau erinnert. Hi, ich bin die Maria. Ich bin ursprünglich aus Tirol, lebe aber in Graz. Ah, deswegen. Weil an der Wahnsinnsstimme der 24-Jährigen kann es nicht gelegen haben. Maria ist auf dem dritten Platz gelandet, hat aber trotzdem Starmania-Geschichte geschrieben. Maria und Christian Barboric waren das erste Starmania-Pärchen, also das erste, das schon als fertiges Paar zum Casting gekommen ist. Ja, sind wir viel Platz. Und es ist echt, also ich glaube, das ist schon was für uns was Besonderes ist. Wir haben immer jemanden da, der wirklich ein persönlich, richtig persönlicher Ansprechpartner ist. Das ist echt toll, muss ich sagen. Ich bin der Christian, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Graz. When you walk down the street with a cloud at your feet, you're in love. Auf der Bühne waren die Verliebten aber krasse Konkurrenten und als beide die wenigsten Publikumsstimmen hatten, konnte nur einer von Juror Roman Gregory in die Show zurückgeholt werden. Ich hole in die Show zurück Maria.
Naja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Das war eine wunderschöne Zeit und ich bin gerührt und dankbar, dass ich so weit kommen habe dürfen. So, ich gehe jetzt. Maria Rehrig singt immer noch regelmäßig im ORF, im Dancing Stars Live-Orchester. So, aber wer hat letztes Jahr das größte Comeback in diesem Studio gefeiert? Stamenia selbst. Nach 12 Jahren Pause hat die größte Bühne des Landes wieder geöffnet. Und es sind so viele Talente live angetreten wie nie zuvor. Die Auslese hat anfangs diese Jury übernommen. Ina Regen, Fiverr und Tim Bensko. Am Ende hat das Publikum diese Frau zum Star des Jahres gewählt. Anna Buchecker. Anna hat von Anfang an begeistert. Zuerst die Jury. Gibt auf jeden Fall das Wiedersehen. Ich guck mal an, die hört man zu uns die ganze Zeit bei. Das war der Oberhammer. Du bist für mich auf jeden Fall jetzt diejenige, an der sich alle anderen Kandidaten messen müssen. Und im großen Finale dann mit ihrem eigenen Song, schon wieder, auch das votende Publikum. Voller Körpereinsatz von Fred Owusu nicht geholfen. Der Mann hatte so einen unglaublichen Vibe und hat sich von Woche zu Woche enorm gesteigert. Das war bombastisch. Ich glaube, Österreich wusste das noch gar nicht, aber Österreich hat auf dich gewartet. Ja, absolut. Bravo. Im Finale ging auch Fred mit seinem eigenen Song ins Rennen. Hold on. Oh yeah, 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 yeah. We gotta hold on. Already came this far. Warriors like we are. There's no giving up. We gotta hold on. Wer gewinnt? Und wer holt den Stamenia Jackpot mit? Platz 2. Der Gewinner oder die Gewinnerin von Stamenia 21 ist Anna! Jackpot! Anna! Anna Buchegger! Anna hat inzwischen ihre Single Woman veröffentlicht. Und auch Fred startet gerade mit seiner eigenen Single Milk and Money aus dem Kinderzimmer durch. Heute ist nicht alle Tage, hier sind wir wieder. So, im Rückblick auf 20 Jahre Stamenia muss ich natürlich auch noch diese Frau hochleben lassen. Niemand trägt grünen Glitzer so souverän wie sie. Und auch jedes andere extravagante Outfit. Ich habe so Jungle meets, weißt du, du bist am Beach, aber könnte auch eine Party sein. Es ist so ein bisschen Crossover. Gut, dass ich die Luftgitarre eingepackt habe. Guten Abend.
like a hammer. She's a chisel, not a scam. Never was a quitter. Tasty like a raindrop. She's got the look. Yo, aber neben ihrem Mut für die Outfits schätze ich Arabella auch für ihre wirklich unnachahmliche Art, wie sie ihre Schützlinge beruhigt und betreut. Ja, da kann man richtig drin kraulen. Bringt dich das ein bisschen durcheinander? Mir ist die Gitarre ausgefallen bei der Hälfte. Ach, bitte, das hat doch keiner gemerkt. Genau, oder so irgendwie. Ich kann nur diesen da machen, ja? Mit dem Who's bad? Bitte begrüßen Sie die Mutter aller Ergebnisröhren. Arabella Kiesbauer. Musst du auch lachen? Ja, that's me. Und was wäre Starmania ohne Arabella und ihren zügigen Umgang mit den Ergebnisröhren? Mitte! 1, 2, 3, 4. Mitte oder links? Mitte! Ich soll stehen bleiben, okay. Eine Ergebnisröhre, ein Zettel, ein Name. Ich watschle mal, oder? Na, bitte. Kenne ich nichts. Es ist soweit. Arabella. Ja, ja, ich mach schon. Ich mein, man kann es auch einfach sagen, ihr habt eh recht, ja? Fred! Tom! Christina! Und auch das ist von Starmania in Erinnerung geblieben. Es gibt ein Friendship-Ticket diese Woche, entweder für Beate oder aber für Lukas. Ja, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich habe zuerst Beate gesagt und habe gesagt, damit wir überhaupt irgendwen haben, nämlich Lukas. Du hast jetzt Lukas gesagt und jetzt hat die Christ. Lukas und Nein, im Endeffekt habt ihr getauscht. Und jetzt haben wir wieder 3-3. Nein, die Christel und die Livia haben jetzt gesagt, doch Beate. Bevor keiner da jetzt rausgeht, sage ich Lukas. Wir haben eine Entscheidung treffen müssen und die mache ich jetzt auch kurz und schmerzlos. Wir holen die Beate zurück. Und weil das immer so schön war, machen wir das bei Starmania 22 wieder. Friendship Ticket is back. Und was in der heurigen Staffel noch anders ist, Arabella und ich tauschen Rollen. Sagen wir uns ehrlich, es war auch ein bisschen an der Zeit, ein bisschen frischer Wind für den Laden tut nicht schlecht. Na, besser doch nicht. Philipp Hamza ist sowas von entzückend und charmant da oben. Also wirklich, ich muss sagen, mein Herz schlägt für dich. Und meins für dich. Ich lieb, so lieb, ich hoffe, du verzeihst. Ich hab dich lieb, so lieb, ich will nur, dass du's. Komm du nachher mal in meine Garderobe, Philipp Hansa. Danke, danke, ich bleib hier oben. Ja, jeder hat jeden lieb und jetzt noch eine Botschaft an uns alle. Hallo meine Lieben, da ist der Tom. Es ist ein Wahnsinn, vor 20 Jahren hat Starmania gestartet. Die Zeit vergeht. Ich habe nur die besten Erinnerungen an diese Zeit. Wir haben so eine Gaudi gehabt. Ich habe so eine Gaudi gehabt. Ich habe da, glaube ich, meine Liebe zum Performen vertieft und die Liebe zum Fernsehen gefunden. Ja, Kameras! Hallo! Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder? 20 Jahre ist es her, dass ich bei Starmania war und in den 20 Jahren ist unfassbar viel passiert bei mir. Ich denke auch total gerne an die Zeit damals zurück bei Starmania, dadurch, dass ich so viele liebe Menschen kennengelernt habe. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Wer tritt in die Fußstapfen von Christina Stürmer, Conchita und vielen anderen der letzten 20 Jahre? Der Weg beginnt für diese 28 neuen Kandidatinnen und Kandidaten am nächsten Freitag mit dem ersten Schritt auf die Bühne. An alle Teilnehmenden der aktuellen Staffel, ich wünsche euch ganz viel Spaß, verkopft euch nicht und genießt es. Bussi, bussi. Liebe neuen Kandidaten und Kandidatinnen, genießt die Zeit, die kommt nicht mehr zurück. Genießt es wirklich und lasst es euch vor allem nicht verbiegen. Und das Wichtigste, man muss das ganze Ding nicht gewinnen. Deshalb viel Spaß dabei und baba. Das Beste kommt erst. Na hoffentlich. In der Jury Lilli Paul Roncalli gemeinsam mit Josh, Arabella und ich sind auch dabei. Und natürlich die neuen Talente. Da sind sie. Einen schönen Abend und wir sehen uns nächsten Freitag um 20.15 Uhr live in ORF 1.
Wir freuen uns auf Sie.